Hi, hier ist Sam bei der Cypher Solution 2016 und ich sitze hier mit den wunderbaren Jungs von Orcus Eden. Yeah. Hi. Tür. Ja, wir sind Orcus Eden, das ist Guaylo, Fraser und ich bin Matt. Hi. Ich kenne euch jetzt alle auch schon sehr lange und ihr als fleißige Zuschauer kennt die Jungs auch schon sehr, habt sie alle schon live gesehen. Also ich bin ja jedes Mal komplett von den Stühlen geflogen, als ich die Jungs live gesehen habe. Sagt mir mal, wie kommt denn ihr auf diese Art von Live-Musik? Die ist ja schon extrem nach vorne und so, okay, ihr guckt, macht ein bisschen abgefahrenes Zeug. Ich selbst feiere das. Wie kommt man da drauf? Ich würde sagen, zu viel öffentlich-rechtliches Fernsehen und würde ich sagen, wir sind die Bilder unseres Umfeldes geworden. Ja. Also ich finde jetzt eigentlich nicht wirklich, dass wir so mega abgefahrene Sachen machen. Also ich denke, das wird sich wahrscheinlich auch daran liegen, so ich meine. Wir sind natürlich auch geprägt durch das, was wir früher selber so gehört haben halt. Ne? Also ich war jetzt nie ein Freundeskreis-Fan, auf jeden Fall. Und vielleicht mache ich deswegen halt auch andere Dinge dann auf der Bühne. Ja, das merkt man. Wie stehst du dazu? Also wir feiern die Scheiße halt hart, die wir selber machen. Yeah! Yeah! Und auch sind natürlich super inspiriert von den Sachen, die wir auch so hören und geben uns gut. Ich habe jetzt erfahren, dass ihr quer über die Republik verteilt seid. So zum größten Teil, ja. Wie kriegt ihr das auf die Kette? Ich meine, du Berlin, ihr Stuttgart und sonst wo, ich sage jetzt mal L.A. ist so eine Sache, wie kommt man zusammen? Schickt ihr euch die Tracks übers Internet oder trefft ihr euch trotzdem noch jede zweite Woche für Songs? Nee, tatsächlich ist es nicht ganz so häufig. Also in aller Regel läuft es nicht wirklich anders ab als früher. Also es ist immer noch so, also wir haben erstmal die fertigen Beats halt. Ne? Also das heißt, Matt macht einen Großteil der Beats so, ich mache seit einer Weile auch wieder welche. Und es ist tatsächlich so, es stehen erstmal die Beats, dann stehen die Konzepte, so wie das halt ansonsten auch ist. Ich schreibe meine Sachen dann bei mir zu Hause in Berlin und wenn ich dann halt irgendwie zu Besuch bin, nehme ich alles auf im selben Studio wie immer. Okay, also das ist dann die abgefahrene Studio. Sessions, von denen man so auf der Straße erzählt bekommt. Ja, es ist gar nicht so, es ist gar nicht mehr so klassisch, wie es eigentlich früher mal war. Früher haben wir uns einfach hingesetzt, alle noch hier im Probenkreis gewohnt, hingesetzt, geschrieben und fertig aufgenommen, gleich einen Abend. Mittlerweile, da wir halt auch die Möglichkeit nicht mehr haben, jetzt wir beide schon, aber jetzt Fraser in Berlin halt nicht, dass wir uns wirklich nur ein, zwei, drei Mal im Jahr treffen und dann halt wirklich dann auch 10, 20 Tracks durchziehen. Dementsprechend ist es auch stressiger geworden, aber man schreibt auch viel intensiver. Man rotzt jetzt nicht einfach nur hin in Bierlaune, sondern tut Dinge und die Dinge tut man dann über einen längeren Zeitraum hinweg und dann ist es auch auf Albumlänge erträglicher, als wenn wir immer nur Mixtape-mäßig irgendwas hinrotzen, wenn wir besoffen sind. Also, machen wir trotzdem auch noch, die landen dann einfach so im Internet. Ich komme gleich auf die Mixtape- und Release-Frage zurück, möchte aber vorher euch nochmal fragen, das habe ich auch die anderen Künstler gefragt, es ist eine Veranstaltung, die nicht mit großen Besucherzahlen, also innerhalb der 10.000 bleibt und die Gagen nicht exorbitant hoch sind, aber es bringt diesen Jam-Charakter wieder zurück, du bringst Künstler zusammen. Ja? Findet ihr das wichtig, dass es das gibt? Ohne Frage, auf jeden Fall. Ja, also das ist heutzutage ja wirklich nicht mehr so die Regel, dass es sowas gibt. Ne? Also ich meine, man muss jetzt irgendwie auch kein ewig Gestriger sein, um es irgendwie gut zu finden. Prinzipiell, dass man irgendwie zusammenkommt, ne? Und einfach halt irgendwie Dinge tut. Und vor allem, also ich meine, so bis auf Graffiti ist hier ja prinzipiell irgendwie so alles am Start halt. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Und so gerade Beatboxer, denen halt meistens auch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sind eigentlich irgendwie ja, glaube ich, jedes Jahr mit bei. Ne? Finde ich schon wichtig, ja. Was sagt der Rest der Crew dazu? Ja, es bringt die Szene so zusammen wieder mal. Man sieht ja auch die Leute nicht so oft. Meistens so. Und wenn man dann da ist, dann ist es einfach wieder ein schönes Beisammensein und ja, miteinander feiern. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Und es ist nicht so diese Anonymität wie bei ganz großen Events. Hip-Hop Open, Rest in Peace.
da geht man hin und kennt einfach keinen und so, hier kommst du her, bist keine 10 Minuten da, irgendjemanden hast du schon immer mal getroffen oder so. Und auch die Künstler, die jetzt extern kommen, die jetzt hier noch nicht so oft da waren, sind auch ganz entspannter als bei großen Events. So, die sind jetzt nicht abgeschlossen in einem kleinen Zeltchen oder Kämmerlein drin, sondern hier, wenn ich schon vorbei, sitzen wir hier alle draußen, reden zusammen, auch Leute, die ganz neu da sind. Und ja, ist so Familientreffen, das ist ganz geil. Und der Aspekt natürlich halt auch, dass die Kids hier wirklich mithelfen und auch wirklich Power geben und sich für die Sache interessieren. Die Jungs sind dann aufgeräumt und die Mädels natürlich auch. Finde ich cool. Ja. Sehr schön, das ist der Charakter und so sollte es auch sein. Bleibt mir noch eine Frage übrig. Was kommt? In näherer Zukunft? Nachdem Fraser und ich jetzt mittlerweile auch schon vor 2 Jahren unser gemeinsames Album gemacht haben, hinter Schwäbischen Gardinen, haben wir uns jetzt selber so ein bisschen hingesetzt, unser Solo-Kram gemacht. Ich bin jetzt so in den letzten Zügen. Fraser ist auch kurz davor. Dann noch beide wieder unterstützt von Guaylo, noch so von externen Leuten, die wir über die Jahre kennengelernt haben für Features, Beats, Videos, alles Mögliche. Und da wird es einiges kommen in nächster Zeit. Spielen heute auch von meinem neuen Album oder EP oder Mixtape, was auch immer es dann werden wird, 1-2 Songs. Testen die so auch ein bisschen an den Leuten, wie kommen sie an. Und ja, so kommen in nächster Zeit einiges. Es sind auch einige Videos schon fertig, die wir jetzt nur strategisch gut platzieren werden über das Jahr hinweg. Und dann geht's rund. Unsere 10 Fans freuen sich auf jeden Fall tierisch. Wir haben schon diverse Mails gekriegt von unserem dritten Fan, wann denn wieder was Neues kommt. Und wir möchten ihn echt nicht enttäuschen. Mike, damit bist du gemeint. Ja. Also werden wir noch häufig gefragt, weil wir sind ja auf jeden Fall so der Conscious Blueprint auf jeden Fall. Würde ich fast behaupten. Ich finde das auch, also ich finde auch wichtig, dass man 2016 auf jeden Fall auch noch rausgeht und richtig Wisdom und Knowledge verbreitet, so wie wir das tun. Sie spüren unseren Wisdom. Sehr schön. Also wenn ihr die Jungs von Orcus Eden noch nicht ausgecheckt habt, dann ist spätestens jetzt der richtige Moment. Unten seht ihr bestimmt irgendwo eingeblendet, wo man da draufklicken muss. Wir feiern es. Ich darf sie gleich noch live sehen. Wenn ihr heute nicht da wart, dann habt ihr leider was verpasst. Aber dafür gibt es ja das Internet. Das war Sam mit Orcus Eden bei der Cypher Solution 2016. Ein Grund mehr, sich zu ärgern, ich bin immer noch Mischer. Schalt den Walkman, ich will nicht angesprochen werden. In 30 Jahren sitz ich vor der Tanke und beschweren will. Ich kenn mich nämlich gut, das will 100 Pro so laut. Ich bin fertig mit Studieren, ich fang gerade an mit Zocken. Und ich glaub an gar nichts auf 1000, gar nicht. Trägst Herrenhandtaschen und ne lausige Haarschnitt. Ich schätze jeder Spaß, der in der Schule neben mir saß. Was ich davon sicher, aus der Nutte wird doch nie was. Teilweise richtig, ihr könnt über Knast rappen. Was Ghetto, meine Wohnung hat nicht mal ein Waschbecken. Mach dich locker.